Pöni TV. Ich mache Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. Es geht um Martin Scorsese, den besten Gangster-Filmemacher aller Zeiten. Er hat Filme gedreht wie Casino, Goodfellas, Departed und ist noch einmal in den Ring gestiegen mit den besten Ullis des amerikanischen Genre-Kinos, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, und hat einen Film gedreht, The Irishman, der grandios ist, der spannend ist, der über 3 Stunden geht und keine Minute überflüssig ist, der davon erzählt, wie ein Auftragskiller am Ende seines Lebens gesteht, Jimmy Hoffa umgebracht zu haben. Jimmy Hoffa war einer der einflussreichsten Gewerkschaftsführer in Amerika. Er war aber mit der Cosa Nostra zusammen. Und wie das alles zusammengeht über die Jahrzehnte, das Geilste ist, die Masken. Es gibt tatsächlich in jedem Jahrzehnt neue Masken für die Schauspieler. Sensationell. 5 Pönis für The Irishman. Den müssen Sie sehen. Ich merke mir das.